So, da sind wir wieder. Das ist noch die gleiche Aufnahmesession wie die andere auch von gestern, die Folge. Ich gehe jetzt gleich an dieses Telefon, wenn es wieder klingeln sollte. Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil. Was hat man das davor oder danach? Ist egal. So, ich warte jetzt, bis dieses doofe Telefon klingelt. Ich habe übrigens gerade noch festgestellt, dass man mit diesen, was ich eingesagt habe, Schießpulver. Und man kann das kombinieren mit dieser komischen Chemikalie und da kriegt man Munition. Hätte ich vielleicht machen sollen. Egal. So, ich gehe mal ans Telefon ran einfach, wenn da nichts ist. Okay. Ich hab's versaut. Glaube ich. Geh mal kurz ein Stück weg. Gehen wieder hin. Gucken, was er dann sagt. Ah. So. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber... Aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay. Ja, cool. Okay, da brauche ich wieder drei Teile, drei... Ah, die Türen haben sich geschlossen, Alter. Da brauche ich drei Hundeköpfe oder sowas? Okay, ich brauche drei Hundeköpfe. So, hier ist noch eine Zeitung. Ich lese es wieder nicht durch. Ihr habt ja nicht geschrieben, wie ihr wollt es, ja. Aber ich lasse es drin. Im Grunde geht es da wirklich nur um die Geschichte der Toten. Ich lese es mir dann, wie gesagt, nach der, in der Aufnahme dann danach durch. Und ihr könnt wieder pausieren, damit ihr wisst, was hier passiert ist. Und ich weiß es ja dann auch. So. Gut. Dann gucken wir uns erstmal hier um in diesem tollen Gebäude. Hier haben wir noch irgendwas. Eine Pumpgun. Okay. Eine Pumpgun und ich kann den Finger nicht bewegen, um dieses Objekt wegzukriegen. Hä? War da was? Nee. Ich habe noch 10 Schuss übrigens mit der Pistole. Und einmal... Nee, auf die habe ich keine Lust. Und einmal für die, Shotgun. Hey. Anscheinend. Geh erstmal zurück. Ich habe ja ein paar Sachen aufgehoben, die ich benutzen kann vielleicht. Zum Beispiel nämlich dieses... Pendel heißt es, glaube ich, ne? Von so einer Uhr, was da unten dran ist. Pendelscheibe. Keine Ahnung. Ich nenne es mal Pendel. So. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt mich so frei bewegen kann, wie es gerade ist. Da ist das Pendel. Dann ist noch das Pendel, oder? Nee. Ach, hier ist das Pendel. Ich habe gerade so einen Hundekopf. Okay. Ich habe gerade einen Hundekopf gemacht. Aus diesem Ding. Frag mich nicht wie. Irgendwie. Ich habe die Vermutung, immer wenn ich jetzt so einen Hundekopf hole, kommt da irgendwas. Bitte nicht. Ich gehe nochmal hier runter. Wieso ist eigentlich dieses Tor wieder zu? Kann ich das wieder aufmachen? Mal gucken. Liegt der noch da? Natürlich liegt der noch da. Dazu fällt mir auch nichts mehr ein, dass er jetzt wieder aufgestanden ist. Super. Das freut mich ja richtig. Wir suchen nochmal kurz hier in der Garage, ob wir irgendwas vergessen haben. Hier im Kofferraum vielleicht. Nee. Auch nichts. Ich hoffe, ich kriege keine Motion Sickness, weil ich mich so schnell bewege. Ich habe das Field of View schon ein bisschen hochgestellt, damit das eben nicht passiert. Weil es dann hat man sich doch relativ klein war. Ja.
Ja, das ist der einzige Raum, denke ich mal, wo ich safe bin hier drin. Hoffentlich. So hört es jedenfalls an, dass es safe ist. Ich werde hier jetzt nämlich ein paar Sachen reinlegen, die ich nicht brauche. Und zwar diese komische Münze hier. Und flupp. Das Schießpulver mache ich auch erstmal rein, würde ich sagen. Und die kann man, glaube ich, benutzen. Die behalte ich mal noch bei mir. Vorsichtshalber. Ja, einmal Munition. Einmal Leben vielleicht noch weg. Echt. Vorsichtshalber lasse ich noch da. So, das heißt, ich renne jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Kann ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwas verpasst habe? Nö. So, was fies wäre, wenn jetzt hier ein Jumpscare kommt. So, hier habe ich schon reingeguckt, das weiß ich. Ich gucke trotzdem nochmal vorsichtig. Ach, das ging nicht auf, aber da kann ich jetzt einen Hundekopf einsetzen. Ich setze ihn mal ein. Ich wollte gerade überlegen, habe überlegt, ob ich es jetzt schon mache oder warte, falls ich irgendwas auslöse. Ah, ich mache es jetzt schon rein. Und dann haben wir noch diesen komischen... Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Und ich kann hier noch irgendwas raufstellen. Wahrscheinlich diese... Ah. Okay, da muss ich irgendwas... benutzen, was aussieht wie ein Adler dann. Okay, damit ich das Bild abbilden kann und dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Das ist gut zu wissen. Oh, die ersten Rätsel, cool. Das gefällt mir. Finde ich geil. Mal gucken, ob die so schwer sind. So, da sitzt Omi. Evelyn, 2. Mai 2014. Sieht immer noch knackig aus hier. Relativ jung. Football. Cool. Hier war auch ein Schlüssel für. Für alles braucht man hier einen Schlüssel. Was ist denn das für ein Haus? Bei mir sind auch alle Türen und Schränke abgeschlossen. Aus Sicherheit. So, und die wird uns gleich anfallen. Ich wette drauf. Ah, ich habe ja ein unbesiegbares Messer dabei. Da ist doch was, oder? Ne, ist eine Milchtüte oder so. Ich gehe mal hin. Jumpscare ist. Okay. Ich traue ihr nicht. Irgendwas hat's doch mit ihr auf sich. Ich muss auf die Map gucken, wo gehe ich denn hin? Oh Gott, Schlafzimmer, Freistube, das ist ja riesig, das Haus. Ich fühle mich irgendwie mit einer Pistole sicherer, ich weiß nicht warum. Es ist wahrscheinlich normal, dass man sich mit einer Pistole ein bisschen sicherer fühlt, als mit so einem blöden Taschenmesser. Wer ist denn das? Ist es sie? Ach, das wird diese komische Frau da am Tisch gewesen sein, die rechts saß von uns. Okay. Ich schleich mal weiter. Hier gehe ich jetzt. Vorbei. Scheiße. Was ist für ein Scheiß hier? Ich versuch's mal kaputt zu machen. Oh, hat funktioniert.
Direkt mit der Pistole in die Hand, kann man mehr... Da brauche ich auch einen Schlüssel. Was ist denn das für ein Haus? Lieber, wo man Schlüssel und Dinger. Ich bin übelst angespannt schon wieder. Okay, hier geht's nicht runter. Flüssigkeit, das ist gut. Die behalten wir erstmal. Da gucken wir dann, was wir brauchen. Oder Munition oder Leben. Nix. So, wo stehen wir jetzt hier vor? Vom Badezimmer. Das war der Freizeitraum und das andere war das... Okay, dann haben wir noch ein Kinderzimmer. Badezimmer hört sich gut an. Ich habe ein Autosave gehabt, das heißt, es passiert was. Hockt da einer drin? Da ist doch 100% hier irgendjemand drin. Noch mehr Munition. Alter, wie viel Munition kriegt man denn hier in dem Spiel? Noch so eine eklige Münze. Geil. Aus dem Klo. Da fasse ich doch gerne rein. Ah, mit ein bisschen besserer Belichtung hier würde es sogar ganz schön sein. So, dann gucken wir mal, was da drin auf uns wartet. Das könnte doch ein Vogel sein, wenn man es gegen Licht hält. Da soll ich nicht... Was ist denn das für eine Masse? Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Wie? Ich? Ich wollte schon sagen. Eine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese... Wie du singen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Ja, ist mir doch wurscht, dass die Familie ist. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Oh Gott, er hat mich. Dumm. Oh Gott. Dumm. Abhauen. Was, mach was. Arschloch. Ich... Oh Gottes Willen. Du bist jetzt Teil der Familie. Ich will nicht Teil der Familie sein. So, erstmal heilen. Hast du mich vermisst? Nee. Oh, ich hab ihn, glaube ich, gerade getötet. Egal, ich hau ab. Hat er mich nochmal erwischt? Wie sieht mein Leben aus? Orange. Orange ist gut. Erstmal mal wieder Hauptlobby zurückgehen, dieses gucken, ob das da passt, dieses Ding. Oh, wo waren die Hauptlobby? Hier links, ne? Ja. Und Oma ist wieder weg. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr Action als Horror. Hätte ich anders vermutet. Aber vielleicht wird es ja noch mehr. So, wo ist denn das Ding hier? Das kann man bestimmt als Vogel irgendwie hinmachen, oder? Ja, das sieht gut aus. Gar nicht so leicht. Ja? Muss ich da noch was... Ich glaube, ich hatte es schon, aber irgendwie... Ich kann auch einfach okay drücken, glaube ich, ne? Ich probiere einfach so aus. Oh. Wer baut diesen Mist? Soll ich speichern gehen vorher? Ich heile mich nochmal. Ich speichere. Komm, wir machen das jetzt so durch.
Ich habe ein Autosave gehabt, glaube ich. Hoffe ich. Ich hasse enge Räume. Also so, in Spielen. Gut. Autosave. Ach Gott, hier geht's noch mehr. Noch weiter. Das ist ein Kant. Das ist ein Raum, der nicht eingezeichnet war. Der zeichnet sich erst jetzt ein, wenn ich reingehe. Hallo? Mamba? Ne, da ist eine Tür. Ich gehe zuerst nach hier rechts. Alter, die Steps auf einmal hier gerade. Was war das denn? Da ist schon hier so eine komische... Die Wand sieht irgendwie aus, als ob man sie zerstören könnte. Die hier. Kein gutes Gefühl dabei. Habt ihr es gerade gehört, dieses Stapfen? Oh, Junge, was für? Ich habe gerade so ein Stapfen gehört. Boah, Mann und Ehefrau im Urlaub, der Mann war ein Erfolg, wow. Er ist der 12. Achso, das sind diese Experimente oder irgendwie Versuche. Drei College-Studenten sind alle vergammelt. Okay. Da ist noch irgendein Bild. Wait. Die haben hier rumexperimentiert. Irgendwas hat sich verwandelt und jetzt ist da so ein Bild von so einem Vieh. Ist es viel zufällig genau da drin, wo diese schwarze Masse hier gerade dran ist? Weil so die Massenkacke da. Ja, toll. Das war genau das, was ich wollte. Hast du jetzt eingesammelt? Meine Taschen sind voll. Okay, ich habe langsam eine... Ich gehe später nochmal hin. Ich muss meine Taschen leer kriegen. Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, wa? Alter. Na, gucken wir noch hier rein. Kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Das heißt, ich mache noch einmal Medizin. Und einmal Munition. Was? Das Combine. Mit dem hier. Genau. Dann möchte ich das mitnehmen. Obwohl, Munition habe ich genug. Ich heb mir das auf, falls ich diese Shotgun da irgendwann vielleicht kriege. Weiß ich ja nicht. Und guck mal. Ja, ich kann eh nichts mehr mitnehmen. Und guck mal, ob ich mir dann einfach Shotgun-Munition mache. Weil die wird wahrscheinlich stärker sein als eine doofe Pistole. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass es hier weitergeht. Bis jetzt ist ja tatsächlich nur am Anfang der Folge so krass Horror gewesen. Bis jetzt geht's noch. Der Rest. Dahin habe ich zum Beispiel noch... Wie ein Lied, ey. So. Ich habe wirklich das Gefühl, dass hier so ein bisschen Safe-Raum ist. Oder sie wollen es einem nur vorspielen, dass man denkt, dass es safe ist. Und nachher kommt hier wieder irgendwas. Kann ich mir fast vorstellen. Oh, ich muss einmal niesen. Da bin ich wieder. Sorry. Da muss ich mal kurz niesen. Ich mute mich dann immer auf dem Mischpult. Damit ihr nicht taub werdet. So, das mache ich auch erstmal nach da drüben. Was ist denn das hier? Starke Erste Hilfe, Erste Hilfe. Starke Erste Hilfe können wir auch erstmal weglegen. Machen wir auch erstmal weg.
Und das auch. Ich brauche erstmal nur die Munition für die Pistole. 24 Schuss reichen hoffentlich. Wahrscheinlich sage ich, das ist so leichtsinnig und dann ist es nicht so. Weil es einfach immer einen neuen Spielstand, da kann ich immer zurückgehen, falls irgendwas vergessen worden ist. Das finde ich besser. So. Ja, wir haben ja nicht so viel erreicht, ne? Gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwo da oben lang. Alter. So viel dazu. Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Das war echt unerwartet gerade. Alter Falter. Fuck. Alter, hör mal auf, die eine wieder hoch zu machen. Verdammter Mist. Wie soll ich das denn? Denn, Bobby. So viel dazu, dass unsere 24 Schuss reichen. Wenn es hier so weitergeht, reicht das nicht. Er muss sterben. Ah, fuck. Fuck, fuck, renn. Ich mag dich für das, was in dir steckt. Oh, Alter. Halt die Fresse. Kann ich beim Rennen nachladen? Ja. Hallo? Okay, er ist tot. Alter, wir haben gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt. aber ich schreie halt wenigstens nicht. Ich kann auch nicht schreien, wenn das Fenster auf ist. Alter, das ist halt, das ist ein Arschloch. Wir haben noch 14 Schuss. Okay, ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch Munition habe, aber... Alter. Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich jetzt da vorbeigehe. Steht der auf? Ich hoffe nicht. Bleib liegen. Alter. So ein Arschloch. Ich halte das Ding nicht zu, dann bleibt der draußen. Ja, zu. Ich glaube, mit dem Messer habe ich überhaupt keine Chance gegen den. Na, ich muss ja hier rein. Und wenn er jetzt hier oben ist, dann cheatet der Typ, ey. Aber hart. Oh. Toll. Der Vater war ja super. Stimmt, Quarterback oder sowas, so wie der aussieht. Ah. So, ich gehe jetzt hier einfach rein. Er dürfte eigentlich nicht da sein, oder? Außer er kann sich teleportieren. Was ist das denn? Außer er kann sich teleportieren oder sowas. Was ist denn das für ein Raum? Was haben diese Münzen? Was hat das mit den Münzen auf sich? Ich sehe nur eine Schrotflinte. So. Ja, da sind wirklich irgendwelche Hippie-Misskerle zum Verarbeitungsraum gebracht worden. Das ist vielleicht der Schlachttisch bei den Leuten hier. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Mülltonne? Sieht halt aus wie eine Mülltonne, ne? Da lag noch eine Kassette, die habe ich gerade gesehen. Okay, Wetterbericht sagt, dass er einen Sturm vorbereitet, bla bla bla, jetzt ist der 100. Okay, die hatten Hochwasser anscheinend. Okay. Oh, das nächste Köpfchen. Leck mich am Arsch, ey. Es ist vorbei, Junge. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich hab dir gar nichts getan. Der nervt aber penetrant, ey. Aha. Fuck, ey.
verschlossen. Fuck, Zeit verschlossen. Jo! Ja, komm! Aua! Ich kann es blocken. Okay, ist tot. Ich rutsche immer von dem Stuhl weg, wenn der ankommt, der Typ. Das ist ja episch, ey. Die Kassette gucke ich mir... Kann ich noch ins Haupthaus drücken? Nee, kann ich nicht. Ich würde aber gerne vorher speichern. Ich gucke sie mir hier an. Alter. Schrecklich. Wir sollen es gucken. Das Video hier. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Sorry, dass ich gerade lachen muss. Ich musste gerade über mich selber lachen, weil ich mich so erschrocken habe vorhin. Jetzt muss ich sie spielen. Das ist ein interessantes Spielkonzept. Ach, sie wird in das Haus reingelockt. Okay. Und sie verfolgt mich wirklich hier links rum. Ich habe rechts eine Tür gehabt. Hier drüben, Mami. What the fuck? Wieso? Oh nee, bitte. Oh, Alter. Jetzt wird's aber, ich glaube, ich brauche gleich eine Pause, wenn es so weitergeht. Das wird jetzt gerade anstrengend. Ich habe die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich wollte gerade durch die Tür da hinten raus. Okay. Ich hätte vielleicht nicht zu ihr laufen sollen. Ja, mit letzten... Was heißt denn eigentlich Neustart? Was ist denn der Unterschied? Ich glaube, das ist das Gleiche, ne? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu weit vorne anfangen. Jetzt bin ich gleich gespannt, wo wir anfangen. Ah, okay. Ich muss, glaube ich, hier lang. Oder? Ja. Nee, ich muss da lang. Okay, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht zurück. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Krasses Versteck, ey. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Okay, es war mir tatsächlich zu einfach gerade, das ist dieses Verstecken für mich vorher. Okay. Naja. Ich kann mit ihr nichts einsammeln. Was ist denn das? Dieses Haus hat mehr gesehen als ich. Es gibt noch so ein Ding für Spinnen. Okay, gut zu wissen. Hier runter. Fuck. Okay, es gibt so ein Drehding, nochmal mit einer Spinne haben wir gerade gesehen, das wissen wir jetzt schon mal. Das war in diesem, sieht aus wie das... Weißt, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Sie guckt noch zu uns eigentlich. Das ist halt eine alte Frau, ne?
wir denn jetzt machen? Komm wieder. Glaube ich. Alter, ey. Nein, nein, komm nicht hierher. Bleib genau da, du kleines Miststück! Okay, ich glaube, ich habe zu lange gewartet. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Was ist denn das? Will ich die ganze Zeit schleichen und so? Was ist das? Keine Ahnung, was das war. Ich konnte es nicht so schnell lesen, was da unten drunter stand. Ich habe auch nichts, was ich hier... Ich habe ja nichts. Ich könnte auch nicht abhauen. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aufsuchen. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Ich glaube, sie sieht mich dadurch nicht. Ich will nur mal gucken, was das ist. Es ist so eine Gaskartusche, wo man so einen Bunsen brennt, aber... Ja, toll. Hat er drin was vergessen? Sie hat ja eine Laterne in der Hand. Nein, nein, komm nicht hierher. Das ist getriggert nach einer Zeit. Okay. Das heißt, ich muss irgendwas finden. Wahrscheinlich ein Feuerzeug oder sowas. Ich stelle mich mal ganz dicht an die Tür. Wahrscheinlich wird sie jetzt genau zu mich drehen. Oder auch nicht. Auf der anderen Seite der Tür. Ja? Ja, jetzt guckt sie wahrscheinlich. Fuck. Na? So leise rede. Sonst habe ich gerade ganz mit mir selber geredet. Hm. Also da draußen liegt so ein... Was ist mit ihr denn los? Da draußen liegt so ein Bonzenbrenner. Sie rennt immer dahin, wo ich bin. Hat ein... Da kann ich nicht rein in der Zeit. Das schaffe ich nicht. Kann ich die Tür zu machen? Ja, die kann ich zumachen, okay. So, das heißt, ich muss jetzt schnell was suchen. Suchen. Hier ist nix. Oh, jetzt kann ich hier drehen. Oh. So irgendwie. Ja, 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 das sieht gut aus. So, bestätige ich mal so. Das konnte ich vorhin aber nicht benutzen, weil sie wahrscheinlich sofort drin war. Na gut. Die Rätsel sind okay von der Schwierigkeit her, würde ich sagen. Und schnell abhauen hier. Ja, der Bunsenbrenner, der keine Ahnung, warum der jetzt da... Ah, das ist so eine Rückvision für mich sozusagen, damit ich weiß, dass da einer liegt. Okay. Sonst wäre ich hier durchgegriffen, bestimmt. Okay. Ich habe schon voll die Paras hier. Alles könnte irgendwo was sein. Überall. Scheiße. Alles scheiße. So, jetzt sind wir auf der Seite, wo das Mädchen war. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Will ich keine Gabe haben. Bin so toll genug. So ist es brav. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Alter.
Hat sie mich gesehen? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du, ich habe irgendwas verplant, bestimmt, was hier gerade war. Nein, 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 egal. Nein, nein! Versuch nicht, deinen Teil der Kunst zu bekommen. Da führt kein Weg raus, Fräulein. Die ist irgendwo rechts von mir oben noch gewesen. Alter. Fuck off. Fickt euch alle ernsthaft. Hier ist noch ein Bild. Was ist das da? Wo denkst du, dass du hingehst? Okay, ich hab's Band gesehen. Und ich hoffe nicht, dass der Typ jetzt gleich wieder vor mir steht. Ich will bitte speichern, lass mich speichern. Ja, schönes Geräusch, ne? Dieser schöne Testbildschirm hier. Er steht was wieder! Was hast du dir angetan, Mia? Ach, fuck off, ey. Aber ich hab nicht gesehen. Natürlich jetzt episch. Ich heile mich einmal. Okay. Komm jetzt hier raus. Okay, er geht irgendwo hin. Zeug nehme ich nur mit. Psst. Kann ich ganz deuten, wo die Schritte gerade herkamen? Bitte nicht. Komm von da. Macht er jetzt die Tür auf? Wie, der kommt jetzt wieder aus irgendeiner Wand gesprungen, der Typ, ey. Wie ein Anfall. Aber habe ich noch so einen Kopf jetzt da? Ich hab noch so einen Kopf. Ich speichere mal vorher. Ich speichere mal vorher. Ich habe mich nicht so mehr so viel Schuss, die muss ich eh nachfüllen. Könnte nicht hier drin sein? Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, okay, das war... Ich brauche erstmal eine Pause, tatsächlich. Das ist ziemlich hart alles. Also, wenn man es selber spielt, ist es noch ein bisschen schlimmer wahrscheinlich. Aber was passiert, wenn wir diesen letzten Kopf hier einsetzen? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich tierisch drauf. Bis jetzt macht es ultra viel Spaß und ich finde es cool, dass ihr dabei seid. Also, danke fürs Einschalten und lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und kommentiert, was ihr so zu kommentieren habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.